Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmmann. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich heute machen kann. Und bevor hier bei mir der absolute Stress ausartet, wenn, ja, ihr wisst ja, es ist Weihnachten, habe ich mir gedacht, jetzt wo der Vormittag noch so einigermaßen ruhig abläuft und man noch nichts tun muss, das kommt dann später noch alles, habe ich mir gedacht, reden wir doch einfach mal ganz gemütlich über einen Film, den ich mir jetzt angeschaut habe. Es ist kein aktueller Film, wurde aber wieder relevant jetzt vor kurzem, denn The Wolverine war ja im Kino und The Wolverine war ja ein zweiter Versuch, eine Wolverine Origin Story zu erzählen. Dieser Film hier, den ich mir für 4 Euro geholt habe. X-Men Origins, Wolverine, wie alles begann, in der Extended Version. That means it has to be good. Okay, ich wollte einfach nur mal ganz ruhig mit euch drüber reden. Ja, bei dem Film gibt es ein paar ganz schön nette Sachen. Erst einmal, dieser Film wurde auf Online-Plattformen gestellt, damals, als der Film rauskam, bevor er rauskam, in einer unfertigen Version. Da ist halt einer von 20th Century Fox, ist rausgelatscht aus der Production Company und hat den Film halt ins Internet gestellt. Also, armer Teufel, als das rauskam. Gut, worum geht es in X-Men Origins Wolverine? Es geht um die Entstehungsgeschichte des Wolverine. Wir haben da noch ein paar sehr, sehr interessante Figuren drin. Wir haben Ryan Reynolds, wir haben Taylor Kitsch und wir haben Liev Schreiber als den Antagonisten. Und wenn ich mir so vorstelle, so Hugh Jackman versus Liev Schreiber, ich denke mir einfach, okay, da gibt es jetzt einige schöne Dinge, die man aufbauen kann, weil das gute Schauspieler sind. Aber okay, jetzt einfach mal ganz, ganz direkt gesagt, der Film ist ganz schön scheiße. Also, ich muss das jetzt erstmal kurz erklären. Also, der Film ist ja richtig, soll die richtige Ursprungsgeschichte sein von Wolverine. Wie trifft er auf Colonel Stryker? Wie bekommt er das Adamantium in seinen Körper rein? Und wieso vergisst er, wer er ist und was zum Fick? Okay, es geht also darum, dass die beiden, Liev Schreiber und Hugh Jackman, erfahren schon sehr früh, dass sie Mutanten sind. Da gibt es eine schöne Anfangssequenz und auch eine schöne Vorspannssequenz. Denn die beiden entscheiden sich, dass es einen Zwischenfall in deren Haus gibt, abzuhauen, und dann kommt so eine Montage, wie sie durch die einzelnen Kriege hindurchgehen. Beginnen tut es irgendwie 1800 oder 1700, schieß mich tot, und dann kommen so die einzelnen Dinge, so Unabhängigkeitskrieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam und so weiter. Es ist ganz schön eingefangen, hätte mir eigentlich gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr Zeit verbringt, weil, mein Gott, es sind die Weltkriege und wir haben da Mutanten in Weltkriegen, das haben wir so auch noch nicht gesehen, aber vielleicht hatten sie das Gefühl, dass es einfach nicht genug Potenzial bietet. Kann ja auch sein. Jedenfalls entdecken wir in diesen Eröffnungssequenzen, dass Liev Schreiber immer mehr auf die böse Seite driftet, also er macht sozusagen den Anakin Skywalker, seduced by the dark side of the force. Und Hugh Jackman ist und bleibt der Held. Und dann kommt halt eben dieser Colonel Stryker ins Spiel und der sagt so, ja, ich zeige euch jetzt, wie ihr eurem Land wirklich dienen könnt. Und dann kommt dann so eine Taskforce rein. Also die beiden kommen in eine Taskforce rein, die aus Mutanten besteht. Und da sind halt Ryan Reynolds und auch Dominic Monaghan dabei. Und dann beginnt eigentlich der goofy Shit des Films. Denn der Film versucht halt irgendwie cool zu sein, aber man wird so aus der Realität rausgerissen, weil er halt einfach jetzt nicht so gut ist. Es gibt dann diese eine Sequenz, wenn die erste Action-Sequenz richtig losgeht, wenn diese Taskforce unterwegs ist und Ryan Reynolds kommt dann rein und wehrt mit seinen zwei Schwertern ungefähr 20 Trilliarden Kugeln ab, die auf ihn einschießen. Ich weiß, das sollte cool aussehen, aber ich musste einfach nur lachen. Also es ist, die Action wird zu so einem Extrem gebracht, dass sie lustig ist und das ist nicht so gut. Gut, und nachdem halt dann dieser Einsatz ist, driften die beiden noch weiter auseinander, bis Hugh Jackman dann irgendwann sagt, I'm leaving. Dann trifft er so eine Frau und irgendwann
entscheidet sich dann Liev Schreiber, die Mitglieder der alten Taskforce umzubringen. Das ist alles so in den ersten 10 Minuten, glaube ich, oder ersten 12 Minuten. Also wird ordentlich was aufgebaut und dann hat Hugh Jackman diese eine Tussi und dann taucht auf einmal Liev Schreiber auf. Ich werde jetzt nicht genau sagen, was ich jetzt davon alles von den einzelnen Handlungsschritten hielt. Ich werde euch einfach mal die Probleme des Streifens aufzeigen. Der Film sieht teilweise richtig billig aus. Also die Effekte sind teilweise unfassbar billig. Es gibt ein paar Mal, wo die Klingen sehr fucking obviously einfach nur reingepastet wurden. Und das sieht dann halt aus wie zum Beispiel Space Jam. Also wenn Zeichentrickfiguren und echte Menschen in einer Aufnahme zu sehen sind. Und das ist einfach, naja, die wirken halt da so drauf gesetzt. Und es sieht halt einfach wirklich nicht gut aus. Und dann gibt es ein paar Actionsequenzen, wo man einfach schlechtes CGI sticht raus wie ein Solar Daumen. Also das ist. Und dann gibt es ein paar Kameraeinstellungen, die einfach wahnsinnig unprofessionell wirken. Und es wirkt eigentlich mehr wie so eine TV-Show, also so ein TV-Movie, was einfach ein Budget bekommen hat und damit man es auf die Leinwand bringt. Und es sieht einfach richtig, richtig mies aus. Also es gibt dann ein paar Sequenzen, wo man dann merkt, dass es Bluescreen ist und die CGI-Effekte, da haben sie einen computer-generated Helikopter, der da rumfliegt. Und du denkst dir einfach, das ist kein Uwe Boll-Film. Was ist los? Das ist ein Film von, okay, den kennen wir auch nicht. Aber trotzdem, es ist kein Uwe Boll-Film. Und das hat mich dann sehr stutzig gemacht. Weil die Grundansätze des Films sind so richtig späte 90er. Wir haben den Bösen, der einfach böse ist. Und wir haben den Guten, der einfach gut ist. Und dann bekommt er seine Adamantium-Klingen, weil er dieses eine Experiment ist. Er ist das Experiment Nummer X, also Nummer 10. So, und dann gibt es so einen kleinen Wink-Wink an die X-Men. Fand ich ganz schön. Auch die Motivation von Colonel Stryker ist schön eingefangen. Allerdings mit so einem 90er-Flair. Also, der Film hat so viele Logiklöcher teilweise. Und man denkt sich halt dann auch, das würde der jetzt nicht machen. Weil in einer Sequenz ersticht der Colonel Stryker irgendeinen General. Whatever, Spoiler Alert. Und da habe ich mir gedacht, würdest du echt deinen Vorgesetzten abstechen? Wenn der ganze Stab in Washington weiß, dass der gerade mit dem Helikopter zu dir geflogen ist und wenn er nicht zurückkommt, dann werden die ja eins und eins zusammenzählen können, was passiert ist. Aber nö, er denkt sich einfach, whatever, und der sticht ihn. Und das sind so Dinge, wo ich mir gedacht habe, vielleicht ein wenig flott über das Drehbuch gegangen. Aber das ist so 90er, das ist diese 90er-Trope, wo ich mir sage, okay, Nostalgie, könnte man sagen, was vielleicht damals funktioniert hat. Vielleicht wollten die das so ein bisschen wieder einfangen. Oder sie waren einfach nur schlecht im Schreiben. Und es macht doch unglaublich Spaß, diesen Film zu zerlegen, weil es macht einfach so wenig Sinn und greift ineinander. Und ein paar Actionsequenzen merkt man ganz genau, dass sie einfach nur im Film sind. Sie einfach nur im Film sind, damit sie Action kriegen. Weil es ist forcierte Epicness, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber es ist noch nicht so epic, dass man jetzt sagt, das ganze Schicksal der Welt ist an diesen Film geheftet, sozusagen. Dann taucht noch Patrick Stewart mal auf, aber er ist so mit CGI verjüngt worden, also damit er halt jünger aussieht, weil der Film spielt ja etliche Jahre vor der X-Men-Trilogie. Und da habe ich mir gedacht, okay, da bröckelt der Lack. Er sieht einfach aus wie Meister Propper oder so. In der Zusammenfassung könnte man sagen, dass der Film sehr nette Momente hat, allerdings im Gesamtkonzept einfach versagt, weil man merkt, dass er schlecht geschrieben ist, dass die Effekte schlecht sind, dass die Grundstory allgemein ein bisschen konfus ist, obwohl sie gute Ideen haben. Also es gibt diese guten Ideen und man merkt immer mal wieder, dass so das Grundmaterial hervorkommt und man sich denkt, ah, das ist ja ziemlich clever. Aber allgemein hält dieser Film eigentlich nicht das, was er verspricht. Und zwar eine schöne X-Men Origins Story zu sein. Okay, das war's eigentlich. Lass mich deine Gedanken wissen zu X-Men Origins Wolverine. Ich wünsche euch jetzt fröhliche Weihnachten und ich melde mich auf jeden Fall nochmal, wie heißt das so schön, zwischen den Jahren. Und so am 31.
oder 30. Da haue ich nochmal ein Video raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Jahresrückblick angebracht wäre. Ich glaube, ich mache einen. Das hängt allerdings davon ab, wie Zeit ich dafür habe. Okay, alles klar, das war's für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß, lasst euch schön beschenken. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.